Pak Dungu. Es war einmal ein Landmann mit Namen Pak Dungu, was fetter Dummkopf bedeutet. Wie es zu seinem Namen passte, war er wirklich sehr dumm, aber er war fleißig und ehrlich. Eines Tages befahl ihm seine Frau, einen ihrer Wasserbüffel zu verkaufen, und sie sagte: Pak, bringe diesen Büffel morgen früh zum Markt und verkaufe ihn dort, aber auf keinen Fall für weniger als 250 Rupien. Pak Dungu antwortete: Gut. Ihr Gespräch über den Verkauf des Büffels hatte Pak Busuk mitgehört. Pak Busuk war als niederträchtiger und mindgünstiger Mann bekannt, und als er vernahm, dass Pak Dungu seinen Büffel verkaufen werde, keimte in ihm ein böser Plan. Er wollte Pak Dungu betrügen. Schnell suchte er seine Freunde Pak Chokel und Pak Cholek auf, um sie aufzufordern, gemeinsam mit ihm Pak Dungu zu betrügen. Früh am nächsten Morgen, als die Moscheetrommel gerade erst zum Morgengebet geschlagen hatte, war Pak Dungu schon aus dem Haus gegangen und trieb seinen Wasserbüffel zum Markt. Es war außerordentlich kühl und Pak Dungu brummelte: Die Frau übertreibt es, mit einer solchen Kälte jemanden auf den Markt zu schicken. Ich habe noch keinen Kaffee getrunken, vom Frühstück gar nicht zu reden. Ja, warte nur. Nachher, wenn der Büffel verkauft ist, werde ich mich richtig satt essen. So brummte Pak Dungu den ganzen Weg. Er hatte eben sein Dorf verlassen. Da traf er Pak Busuk und er fragte ihn: So früh schon aus dem Haus? Wohin willst du, Pak? Zum Markt, antwortete Pak Dungu mürrisch. Einen Büffel verkaufen. Welchen Büffel? Fragte da Pak Busuk und tat so, als ob er nicht verstünde. Tu nicht so, als ob du nicht siehst. Das, was ich hier führe, das etwa kein Büffel? Einen so großen Büffel hast du noch nie gesehen. Pak Busuk betrachtete den Wasserbüffel sehr genau. Er befühlte seinen Körper vom Kopf bis zum Schwanz und dann bis zu den Füßen. Dann lachte er schallend. Ha! Du weißt wirklich, Pak Dungu, denn du bist richtig dumm. Dies ist kein Wasserbüffel, das ist doch eine Ziege. Wie viel willst du diese Ziege denn verkaufen? Mache dir nicht die Mühe, sie zum Markt zu bringen. Gib die Ziege einfach mir und ich werde dir 50 Rupien bezahlen. Ohne zu antworten, setzte Pak Dungu brummelnd seinen Weg fort. Ein Verrückter hält ein Büffel für eine Ziege. Glaubt, ich sei dumm und will mich betrügen. Er war noch nicht weit gegangen, da rief er Pak Chokel. Der fragte ihn liebenswürdig: Wohin willst du die Ziege da bringen, Pak? Zornig erwiderte Pak Dungu: Das ist keine Ziege, das ist ein Wasserbüffel. Wasserbüffel? Entgegnete Pak Chokel und tat, als sei er erstaunt. Er befühlte den Büffel am ganzen Körper und ahmte dabei das Gemecker einer Ziege nach. Mbeck, mbeck. Für wie viel willst du sie verkaufen, Pak Dungu? Der antwortete: 250. 250? Eigentlich hat eine Ziege von der Größe keinen so hohen Preis, antwortete Pak Chokel. Welche Ziege? Sieh doch erst einmal hin, ein Tier von der Größe kann man doch nicht als Ziege bezeichnen. Sieh erst genau hin, bevor du weitersprichst, antwortete Pak Dungu und wurde immer zorniger. Du kannst sagen, was du willst, Pak Dungu. Büffel, Ziege, Elefant. In Wahrheit kostet auf dem Markt ein Tier, das weit größer ist als dieses hier, 40 Rupien. Anstatt dich auf den Markt zu bemühen, gib es mir. Ich werde dir 50 Rupien bezahlen, antwortete Pak Chokel jetzt. Ohne eine Entgegnung ging Pak Dungu weiter, aber innerlich begann er zu zweifeln. Ist das ein Büffel oder eine Ziege? Warum haben die beiden Leute eben gesagt, es sei eine Ziege? Pak Dungu blieb stehen.
betätschelte den Büffel und sah ihn sich genau an. Ach, das ist wirklich ein Büffel. Die zwei eben wollten mich nur betrügen. Er ging weiter, gequält von der Frage. Büffel, Ziege, Büffel, Ziege? Als er so dahinging und über seinen Büffel grübelte, wurde er von einem Mann, der ihm ansprach, aufgeschreckt. Schon so früh am Morgen hier? Wohin willst du, Pakdungu? Pakdungu hielt an und erblickte Pak Cholek. Er antwortete: Ich will zum Markt. Da sagte Pak Cholek: Für wie viel willst du die Ziege da verkaufen? Pakdungu zweifelte jetzt noch mehr. Kritisch schaute er Pak Cholek ins Gesicht und blickte dann auf seinen Büffel. In seinem Inneren sagte er sich: Was ist nun wahr? Meine Frau sagt, es sei ein Büffel. Die Leute behaupten, es sei eine Ziege. Er antwortete: 250 Rupia. Das Tier darf nicht so teuer sein, entgegnete nun Pak Cholek. 50, ja? Pak Dungu war verwirrt. Pak Cholek tat so, als wolle er weitergehen und sagte dabei: Willst du oder willst du nicht, Pak? Wenn nicht, dann ist es gut. Ich muss mich eilen, um zum Markt zu kommen und dort eine Ziege zu kaufen. Da sind sie weit billiger. Ach, es ist tatsächlich eine Ziege, beschloss Pak Dungu jetzt. Bestimmt wollte meine Frau mich zum Narren halten und hat eine Ziege als Büffel bezeichnet. Schnell rief er Pak Cholek nach. Pak Cholek, komm einmal. Was ist denn? Fragte Pak Cholek, als sei er völlig gleichgültig. Ich verkaufe die Ziege, sagte Pak Dungu unsicher. Pak Cholek holte eine Börse aus seiner Tasche, öffnete sie und nachdem er das Geld, das darin war, herausgetan und gezählt hatte, waren es gerade 50 Rupia. Er gab sie Pak Dungu. Der nahm das Geld und händigte ihm den Büffel aus. Dann trennten sie sich und Pak Dungu eilte hastig nach Hause. Als er dort ankam, war seine Frau sehr erstaunt, dass er schon so früh am Morgen bereits wiederkam. Sie sagte: Es ist noch früh und du bist schon zurück, Pak. Der Verkauf ging ja recht schnell. Wirklich günstig, antwortete Pak Dungu. Ich war gerade erst zum Dorfausgang gekommen. Da war der Verkauf schon getätigt. Hier ist das Geld. Nimm es. Wie viel? Sie nahm es, zählte es und wunderte sich, dass es nur 50 Rupia waren. Das sind ja erst 50. Es fehlen noch 200. Ich habe wirklich nur für 50 verkauft, antwortete Pak Dungu. Ha? Verkauf für 50 Rupia? Einen so großen Büffel verkaufst du für 50 Rupia? Sagte die Frau, jetzt erregt. Das war kein Büffel, das war eine Ziege, erklärte ihr Pak Dungu. Als sie diese Worte von Pak Dungu hörte, wurde seine Frau noch zorniger und packte den Türbalken. Die linke in die Hüfte gestemmt, mit der rechten den Türbalken zum Schlagen bereit, sagte sie: Du bist verrückt, Pak. Du bist schon so alt und hast bereits graue Haare, kannst aber noch keine Ziege vom Büffel unterscheiden. Auf, geh wieder zum Markt und such die, die den Büffel gekauft haben. Verlange von ihnen 200 Rupia. Und wenn du zurückkommst, ohne das Geld mitzubringen, dann gib acht. Dann werde ich dir mit diesem Türbalken auf den Kopf schlagen, und wenn er dabei platzt. Eilig lief Pak Dungu davon. Er war sehr niedergeschlagen und unglücklich darüber, von Pak Cholek überlistet worden zu sein. Jetzt überlegte er, wie er Pak Cholek, der ihn überlistet hatte, selbst überlisten könne. Und schließlich fand er einen Plan, der nicht weniger gut war. Auf dem Markt angelangt, suchte er verschiedene Ladeninhaber auf, gab ihnen Geld und sagte ihnen: Nachher werde ich mit meinen Freunden herkommen. Bedient sie bitte zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Wenn ich dann den Kopf schüttle und ein kleines Glöckchen erklingt, sagt, es sei bereits bezahlt. Dann suchte Pak Dungu nach Pak Cholek. Zufällig traf er ihn und die anderen, wie sie sich gerade freuten, weil ihre List Erfolg gehabt hatte. Der Büffel, das Ziel ihres Betruges, war bereits verkauft
und sie hatten 250 Rupia erlöst. Das bedeutete, dass sie 200 Rupia gewonnen hatten. Pakdungu näherte sich ihnen und sagte: Kommt, Freunde, ich lade euch ein, nach Herzenslust zu essen. Ich will den Gewinn vom Verkauf der Ziege ausgeben. Ohne Verdacht zu schöpfen, folgten die drei Pakdungu in einen Laden. Er ließ sie essen und trinken. Und als sie satt waren, fragte Pakdungu den Besitzer: Wie viel? Und der antwortete: 15 Rupia. Da schüttelte Pakdungu den Kopf und man hörte ein Glöckchen klingen. Bei diesem Klang sagte der Inhaber: Schon bezahlt. Pakdungu ging hinaus, gefolgt von den drei erstaunten Betrügern. Dann hielten sie vor einem Tabakladen und Pakdungu nahm vier Päckchen Tabak, die er mit seinem Gefährten teilte, so dass jeder ein Päckchen bekam. Dann schüttelte Pakdungu seinen Kopf, man hörte ein Glöckchen klingen und der Tabakhändler sagte: Schon bezahlt. Die drei Betrüger wunderten sich noch mehr und schauten einander an. Sie glaubten, dass das Glöckchen etwas Besonderes an sich habe. Wieder betrat Pakdungu einen Laden und bestellte Essen und Trinken. Und wieder schüttelte er den Kopf, als sie satt waren und man hörte das Glöckchen klingen. Der Ladenbesitzer antwortete nur: Schon bezahlt. Und Pakdungu holte keinen einzigen Sen hervor. Die drei Betrüger glaubten immer mehr, dass etwas Besonderes an diesem Glöckchen sei, und sie planten es, Pakdungu abzukaufen. Pakbuksuk sagte: Pakdungu, warum bezahlst du nie einen einzigen Sen, wenn wir in die Läden gehen und uns satt essen und trinken? Warum reicht es aus, dass du den Kopf schüttelst und das Glöckchen erklingt? Oh, das ist ein Geheimnis, antwortete Pakdungu. Vorausgesetzt, ihr werdet es niemandem sagen, werde ich es euch erklären. Die drei Brüder willigten ein. Das ist so, sagte Pakdungu. Ich habe von meinem Vater als Erbschaft ein Glöckchen erhalten. Seine Besonderheit ist, dass, wenn wir etwas kaufen und das Glöckchen erklingt, der Verkäufer das Gefühl hat, bereits seine Bezahlung erhalten zu haben. Und schon bezahlt, antwortete. Pak, gib doch das Glöckchen mir, sagte Pakbusuk. Ich werde dir 200 Rupia dafür bezahlen. Auf keinen Fall. Wenn ich das Glöckchen verkaufe, heißt das ja, dass ich die Mittel zu meinem Unterhalt verliere, antwortete Pakdungu. Hier, Pak, wenn das Glöckchen in meinen Händen ist, werde ich dich nicht vergessen. Jeden Tag werde ich dir das Nötige schicken, erklärte jetzt Pakbusuk. Wirklich? Verstellte sich Pakdungu jetzt. Aber sage es niemandem, auch nicht meiner Frau, und gib mir 250 Rupia. Ohne lange zu überlegen, händigte sie Pakdungu die 250 Rupia von dem Verkauf des Büffels aus. Der nahm sie mit Freuden und gab das Glöckchen Pakbusuk. Nachdem Pakdungu gegangen war, betrachteten die drei das Glöckchen genau. Es unterschied sich in nichts von den Glöckchen, mit denen gewöhnlich die Kinder spielten. Nun wollten sie das Besondere an dem Glöckchen ausprobieren, und sie betraten einen Laden und bestellten ein feines Essen und angenehme Getränke. Als sie satt waren, fragte Pakbusuk: Wie viel? 25 Rupia, antwortete der Ladeninhaber. Pakbusuk schüttelte den Kopf und ließ das Glöckchen erklingen. Aber der Ladeninhaber schwieg. Pakbusuk und seine Freunde standen nun auf und wollten den Laden verlassen. Da fragte sie der Besitzer: Wo ist das Geld? Pakbusuk schüttelte den Kopf. Kling, ding. Wo ist das Geld? Wiederholte der Besitzer. Pakbusuk glaubte, er habe den Klang des Glöckchens nicht gehört und schüttelte noch einmal und noch einmal den Kopf. Kling, ding, kling, ding, kling, ding. Der Ladeninhaber wurde immer zorniger und glaubte, sie wollten ihn zum Narren halten und betrügen. Er nahm einen Türbalken und schlug auf Pakbusuk und seine Freunde ein. »Wenn ihr kein Geld habt, könnt ihr nicht in einen Laden gehen und dort essen und trinken, Betrüger!« Der Klang eines Glöckchens reicht nicht aus, Essen und Trinken zu bezahlen. Dann prügelte er die drei, bis sie grün und blau waren.